Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr Blitz schnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Lieber Siari, ich grüße dich. Deine Frage ist, was kommt Monat November auf dich zu? Die ersten Karten hier zeigen die aktuelle Situation oder die Monatsthemen. Dieser Sternenhimmel bedeutet, du hast gerade eine gute Zeit und hast du auch Glück. Diese Schwierigkeiten, was du gehabt hast, das geht zum Ende. Diese Karte zeigt auch Glück und kommen die Neuigkeiten. Dich beschäftigt deine Wohnsituation oder die familiäre Angelegenheit. Aber hier kommt eine Lösung und ist die Glück zum Sehen, auch die Gespräche, schöne, angenehme Gespräche. Du hast in deiner Umgebung eine weibliche Person oder deine Ex-Frau kann das auch sein. Diese Frau verheimlicht dir etwas. Und diese Karte zeigt auch die Falschheit oder bedeutet diese geheimnisvolle Haltung, dass hinter deinen Rücken wird etwas erzählt, was nicht die Wahrheit entspricht. Aber das belastet dich nicht, weil du schaust in eine ganz andere Richtung und diese Dame ist dein Herzensdame und ihr werdet bald ein wichtiges Gespräch führen. Aber ihr beide habt hier diesen Turm, das ist wie eine Wand zwischen euch beiden momentan und das ist schwierig, weil ihr weißt nicht, wer soll das beginnen. Soll die Kontakt von ihr auskommen oder sollst du diese Gespräche beginnen? Ihr fühlt euch wie eingesperrt, wie gefangen in euren Gefühlen. Eine Reise wird auch wichtig sein, das steht vor dir. Aber in Gegenwart wäre das eine falsche Entscheidung. Diese Reise kommt im halben Jahr. Beruflich werden Neuigkeiten kommen und das mit Sicherheit. Und hier hast du eine wichtige Botschaft oder Verträge. In Finanzen wird Veränderung kommen und kommt etwas in Bewegung. Eine männliche Person sucht die Kontakt und die Gespräche. Diese Verbindung ist auch angenehm und schön, zeigt hier, das Glück ist dabei. Und jetzt die einzelnen Wochen. Erste Woche, Monat November, das ist schon Vergangenheit, aber schauen wir an, mit welcher Energie hat Monat November begonnen. Das zeigt hier diese Reihe. Es waren Schwierigkeiten da, vielleicht Kleinigkeiten oder betrifft das deine Kinder oder Kinder, Jugendliche, ist es auch möglich, aber diese Schwierigkeit geht zum Ende. Das hast du gut gemeistert, war auch die richtige Zeitpunkt zum Handeln. Es kommt hier eine Bildung und das wird für dich eine Neuigkeit sein. Kann auch bedeuten, dass du findest ein wichtiges Buch und dieses Buch hat einen Einfluss auf dich. Du lernst dadurch etwas Neues. Diese Frau verheimlicht vor dir etwas und das ist nicht gut und ist auch nicht korrekt. Diese Dame schließt Freundschaften ab oder die Freunde zeigen Rücken zu ihr.
Du wirst neue Kontakte haben oder eine alte Freundschaft kehrt wieder zurück und du bekommst eine Nachricht. Zweite Woche, Monat November zeigt sich hier in diesem Reihen. In Wohnsituation oder in familiären Situation hast du Glück oder hast du Glück mit Immobilien. Du stehst in Öffentlichkeit und hast du gute Kontakte. In die liebe Partnerschaft hast du auch Glück. Eine Person, das kann männlich sein oder weiblich, auf jeden Fall hat was zum Sagen. Das kann auch eine Amtsperson sein, wird wichtige Entscheidungen treffen. Hier klärt sich etwas auf und dieser Baum bedeutet nicht nur die Gesundheitszustand, das kann natürlich auch sein, Arztbesuch zum Beispiel, aber etwas, was dich gekränkt hat, das zeigt dieser Baum auch symbolisch, da hast du eine Lösung. Diese Karte Bär bedeutet eine machtvolle Person oder deine eigene Kraft. Ich würde sagen beides. Beides, das hier mit Ämtern was zu tun hat und klärt sich etwas auf. Und gesundheitlich geht es dir besser. Das kann auch die Knochen sein oder Rückenschmerzen und heißt, du hast wieder Kraft. Dritte Woche, Monat November zeigt sich hier in diesem Reihe. Du schaust dein Herzensdame an. Sie schaut dich auch an. Es ist wichtig, dieses klärende Gespräch. Aber ihr fühlt euch noch gefangen. Eine Reise kommt ins Gespräch, aber das wäre noch zu früh. Im halben Jahr kommt bei dir eine wichtige Reise. Das kann bedeuten, dass mit deiner beruflichen Situation was zu tun hat, aber in die liebe Partnerschaft hat das auch einen Einfluss. Also beides. Eine Reise, was beruflich dir voranbringt und ist auch gut in die liebe Partnerschaft. Und es kommt mit Sicherheit. Die Finanzen kommt mehr Stabilität, weil die Schlüssel bedeutet Sicherheit und Stabilität oder du bist handlungsfähig. Du hast diese Schlüssel in Hand, öffnest du eine neue Tür und das sind neue Möglichkeiten, neue Chancen und dadurch verbessert sich etwas in Finanzen. In vierter Woche, Monat November zeigt sich hier, einiges kommt in Bewegung. Es ist noch Schmerz dabei, aber kann auch bedeuten, dass Rückenschmerzen ist und Sport, Bewegung hilft dir. Bedeutet auch, dass eine männliche Person kommt auf dich zu, aber diese Karte symbolisiert nicht nur diese Person, sondern auch Sport oder Bewegung wie Autos. Hier hast du das Glück oder kommt das alles als Überraschung? Möglich ist auch, dass du eine Einladung oder ein Geschenk bekommst. Es klärt sich auch etwas auf. Was die berufliche Situation betrifft, liegt hier die Ängste. Aber das geht vorbei, das bereinigt sich etwas und kommt ein Wechsel. Du bist im richtigen Weg. Und das betrifft deinen Beruf, Berufung und Finanzen. Das ist das Weg und dadurch ändert sich etwas. Lieber Ciaré, so könnte ich Monat November beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.